Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Schleierkönigin endlich enttarnt. Und die wenigsten dürfte es verwundert haben, es war tatsächlich Sippenhochfürstin Estre, also die Schwägerin unserer Königin hier hinten, Königin Eirin. Seid gegrüßt. Ja, und wir haben jetzt die Aufgabe von Königin Eirin erhalten, nach Morgenrot zu gehen. Das ist ja ihr nächstes Etappenziel auf ihrer Reise. Und dort soll sich nämlich das Schleiererbe auch schon ausgebreitet haben und sie hat jetzt etwas Sorge, dass sie dort vielleicht in eine Falle gehen könnte. Das ist jetzt soweit unsere Hauptquestreihe. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir die heute noch machen werden. Gerade mal einen Blick ins Questlog werfen. Gehen Morgenrot, das ist die Hauptquestreihe. Grüße. Dann haben wir hier noch Gefahren der Vergangenheit. Okay, das ist erst im nächsten Gebiet dann. Das sind die Berufe-Quests. Ach, Tochter der Riesen haben wir auch noch offen. Mhm. Das ist ja unsere, ja, Seelenquest, kann man sagen. Ich würde aber fast sagen, wir laufen hier jetzt noch ein bisschen in Himmelswacht rum. Seid gegrüßt. Denn wir haben ja noch einige Nebenquests offen. Die würde ich eigentlich ganz gerne machen. Und danach schauen wir mal, ob wir noch in Richtung Morgenrot gehen. Ich glaube, wir haben auch noch ein Verlies offen. Da müsste ich mal auf die große Karte gehen. Hoch. Okay, ich wollte gerade sagen, das lädt gerade extrem langsam. Jetzt ist aber alles vorhanden. Wegschrein von Mathiesen. Hier, genau. Offenes Verlies. Verborgenes Heim in der Rinne Wand. Und hier in der Gegend, glaube ich, ist auch noch ein World Boss. Der wird jetzt nicht angezeigt, weil wir zu weit weg sind. Also ihr seht schon einiges zu tun. Das überlege ich mir dann noch, was wir machen. Seid gegrüßt. Oh, Sir Louis. Die Hundchen haben ja auch oftmals Namen und die Kätzchen. Ja, der wird hier spazieren geführt und der Graue hat doch auch einen Namen, oder? Moment. Fürst Wuffinari. Sehr niedlich, die werden hier immer spazieren geführt von den Wachen. Okay, haben wir die zwei auch mal gesehen. Hier unten ist ja noch das Froschrennen, das können wir mal machen. Wie kann ich bloß dieses Geld zurückgewinnen? Hallo Freundin, wollt ihr einen Frosch laufen lassen? Froschrennen? Wovon sprecht ihr? Vielleicht könnt ihr mir aushelfen. Wenn ihr einen Frosch besorgen könnt, kann ich euch ein Geheimnis anvertrauen, durch das ihr garantiert gewinnt. Ich wette auf euren Frosch und wir teilen das Geld. Woher bekomme ich einen Frosch? Sprecht mit Hadras oder Sylvanie. Die haben beide Rennfrösche. Ansonsten könntet ihr auch mit einem der Fremden sprechen, aber wer weiß schon, was die haben. In Ordnung, sagt mir, wie ich gewinnen kann. Ich habe hier dieses Froschfutter. Das bringt euer Viech ganz sicher nach vorne. Aber seid vorsichtig damit. Wenn ihr ihm zu viel davon gebt, dann wird er langsamer. Wenn ihr ihm zu wenig davon gebt, dann wird er nicht erster. Was ist denn im Futter? Heffer und ein paar alchemistische Zusätze. Keine Sorge, dem kleinen Hüpfer schadet das schon nicht. Ich bin vielleicht etwas verzweifelt, aber ich würde doch keinem Frosch etwas zuleide tun. Hoffen wir es. Warum könnt ihr nicht mit einem eigenen Frosch antreten? Ich stecke gerade etwas in der Klemme und Marlion da drüben hat mir verboten, an weiteren Rennen teilzunehmen. Die einzige Methode, wie ich aus den Schulden herauskomme, besteht darin, auf die Frösche anderer Leute zu wetten. Konntet ihr euch denn keine Arbeit suchen oder so? Ja, ehrliche Arbeit? Oh, der ist gut. Ehrliche Arbeit. Warum seid ihr denn etwas verzweifelt? Es hat eine Weile gedauert, bis ich die richtige Mischung für mein Spezialfutter hatte. Aber ich habe einige Rennen verloren, obwohl ich todsichere Tipps hatte. Und jetzt habe ich ein paar Schulden. Was tue ich, wenn ich einen Frosch habe? Ich habe hier dieses Froschfutter. Ah, okay, das hatten das wir schon. Euer Vieh. So, dann können wir uns jetzt aussuchen, ob wir hier mit Lamborak sprechen. Oder wen haben wir hier noch? Ich glaube, das ist nur ein Feiernder, der auch. Zum Gruße. Silvanir. Und da drüben haben wir noch jemanden. Hadras. Oh
Okay, drei Möglichkeiten, wenn ich richtig sehe. Oder steht hier noch jemand? Ist schon eine ganze Weile her, seit ich das Vorschrennen gemacht habe. Okay, ich weiß gar nicht mehr, ob man sich mit allen unterhalten kann. Versuchen wir es mal, oder ob man dann direkt auswählen muss. Zum Gruße. Kann ich euch helfen, Reisende? Ich sehe mir gerade die Rennen an und sehe, dass Schnucki in fast jeglicher Hinsicht das überlegene Exemplar ist. Schnucki, ist das euer Frosch? Ich würde gerne mit ihm am Rennen teilnehmen, können wir jetzt sagen. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob man dann direkt schon die Auswahl bestätigt. Deswegen unterhalte ich mich gerade noch mit den zwei anderen. Aber ich würde dann, glaube ich, schon Schnucki nehmen. Kann ich euch behilflich sein? Bin hier sehr beschäftigt. Ich habe gehört, ihr hättet einen Frosch. Kann ich mit ihm beim Rennen mitmachen? Könnte man hier sagen. Und hier drüben. Seid gegrüßt. Was wollt ihr? Schaut euch an, Schwächling. Selbst mein Frosch könnte euch auseinanderreißen. Kann ich mit eurem Frosch da beim Rennen mitmachen? So, jetzt weiß ich halt nicht genau, ob man den dann direkt auswählt. Deswegen Hallo. Schauen wir mal bei Schnucki. Kann ich euch helfen, Reisende? Ich sehe mir gerade... Ihr? Schnucki ist über derlei primitive Spektakel erhaben. Dazu ist er ein viel zu überlegenes Geschöpf. Okay, jetzt kann man ihn hier überreden. Dann muss ich doch wohl unbedingt mit ihm am Rennen teilnehmen, um diesem Abschaum zu zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Okay, dann kann man wohl auch mit den anderen noch weiterreden. Mache ich noch mal eine kleine Runde. Das wusste ich nicht mehr. Kann ich euch... Hüpfer! Nein, ich bin der Einzige, der mit Hüpfer antreten darf. Er ist mein kleiner amphibischer Goldschatz. Ach, wie niedlich. Da könnte man jetzt einschüchtern. Gebt mir den Frosch, sonst nehme ich ihn mir. Das möchte ich natürlich nicht unbedingt. Der scheint ja sehr an seinem kleinen Frosch zu hängen. Und hier? Was wollt ihr? Blutdürster verlangt es nach Triumphen. Es gelüstet ihn nach Ruhm. Aber er ist wie ich. Er arbeitet nur für Geld. Betrachtet euren Frosch hiermit als angeheuert. Da muss man 31 Gold bezahlen. Dann würde ich sagen, nehmen wir wirklich Schnucki. Zum Gruß. Kann ich euch helfen? Ihr? Ein überzeugendes Argument. Nun gut, lasst ihn gegen diese Primitivlinge antreten. Ich hole ihn mir aus der Rennbahn zurück, sobald ihr fertig seid. Okay, jetzt muss ich wohl hier auf das Körbchen klicken. Oder was ist da drüben? Beutel mit Froschfutter. In dieser Tasche ist eine Mischung aus Käfern und seltsamem Gel. Den Frosch untersuchen. Der Frosch sieht hungrig aus. Den Frosch füttern. Ihr gebt dem Frosch ein bisschen Futter. Frosch untersuchen. Der Frosch sieht satt aus. Okay. Und schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Startkorb benutzen. Kommt näher. Die Froschrennen an den Docks beginnen in Wien. Und los! Oh, Schnucki, los. Ja, er hat's geschafft. Wunderbar. Ihr habt es geschafft. Euer kleiner Läufer hat die Vorstellung gewonnen. Schön, dass ich helfen konnte. Ah, das habt ihr. Und hier ist wie versprochen euer Anteil am Gewinn. Endlich geht es aufwärts für Fyrturil. Habt nochmals Dank, Freundin. Kann es gar nicht erwarten, meine Gewinne in einen neuen Läufer zu investieren. Die ist wohl ein bisschen spielsüchtig, die Gute. Sagt der Gewinner noch was? Ich schätze nur die Gegner ein. Diese amphibischen Idioten sind keine Gegner für meinen Schnucki. Dieser Satz ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. So, was haben wir denn hier noch alles? Da drüben ist eine Schmiede, da könnte man den Berufen nachgehen. Aber ich weiß von einer Quest auf jeden Fall hier noch. Eine Nebenquest. Und wir haben hier doch noch eine Himmelsscherbe. Ja, die Geschichtenweber der Waldelfen haben magische Kräfte. Aber bei meinen Forschungen für die Geschichtenweber von Ifre kam heraus, dass ihr Einblick eigentlich von einem tiefgreifenden, einige mögen sagen hinterhältigen Spionagenetz stammt. Okay. Haben wir noch der Autorin ein bisschen zugehört? Das letzte Mal hat sie ja über Argonia gelästert.
So, die Himmelsscherbe müsste hier drinne sein. Jetzt weiß ich nur nicht mehr. Ich glaube, die war auf einem Balkon. Das ist auch hier die Kriegergilde. Kommt man denn hier irgendwie rauf? Eine Leiter oder sowas sehe ich ja auch gerade nicht. Ah, okay. Hier könnte es natürlich sein. Kisten durchsuchen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Fass durchsuchen. Da drüben ist die Himmelsscherbe. Hier gab es in Himmelswacht irgendwo einen Punkt, wo, ich glaube, es waren Bücher oder Schriftrollen rumgelegen haben. Und wenn man die gelesen hat, die sahen recht unauffällig aus, wurde man zu besonderen Punkten teleportiert. Die suche ich gerade. Ich dachte auch eigentlich, dass die hier bei der Himmelsscherbe wären, aber dem scheint nicht so zu sein. Dann werde ich da am besten mal ohne euch schauen. Wen haben wir hier? Ah, das ist ein anderer Spieler. Hallo, hallo, Kameradin. Freut mich, euch wiederzusehen. Mit dir kann man sich nicht unterhalten, das ist nur eine Gildenklinge. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur anderen Nebenquest. Die führt uns nämlich auch in ganz Auridon umher. Oh, wen haben wir hier? Ist das ein Verkäufer? Holt euch keine Klinge von diesen anderen Typen. Die sind Müll. Kauft bei mir. Was habt ihr anzubieten, Waffenwart? Da können wir auf jeden Fall mal reparieren. Und wie sieht mein Inventar aus? Ach, das geht eigentlich noch gut. Da kann ich nämlich einiges noch verarbeiten. Okay. Das sind alles Gildenklingen, so wie das aussieht. Mit denen kann man sich ja nicht unterhalten. Grüße. Grüße. Gut, gut. Dann suchen wir mal die andere Nebenquest. Die dürfte ziemlich am anderen Ende sein. Hier drüben bei der Bank in der Nähe, ich glaube hier in dem Bereich, da reiten wir einfach mal querbeet rüber. Hier in Himmelswacht werden wir noch häufiger sein. Und dann werde ich mich so nach und nach mit den anderen Leuten noch unterhalten. Wobei wir größtenteils die Leute auch schon befragt haben, beziehungsweise uns mit ihnen unterhalten haben. Hier sind halt sehr, sehr viele Feiernde. Und die sagen halt auch nach einer gewissen Zeit das immer das Gleiche. So, hier vorne scheint die Quest zu sein. Huch, da wird gezaubert. Hier, genau, das ist eine sehr traurige Quest. Meine armen Kinder. Eine Mutter sollte ihre Kinder nicht überleben. Und ich hatte 4, die jetzt in Etherius sind. Es ist fast zu viel, um es zu ertragen. Kann ich euch irgendwie helfen? Würdet ihr für sie beten? Betet an ihren Grabsteinen. Ich möchte, dass sie Frieden finden. Aber ich bin zu alt, um selbst zu gehen. Ich kann nicht einmal mehr Himmelswacht verlassen. Wo sind die Grabsteine? Sie liegen an allen 4 Enden der Insel vergraben. Auf den Klippen vor Vulkelwacht, gleich außerhalb von Tanselvil, in der Nähe vom Castell Rilis. Und auf einem Hügel, der Fähr überblickt. Meine Kinder liebten das Wasser. Sie liebten seinen Anblick. Ich werde für eure Kinder beten. Sie waren gute kleine Häschen. Freundlich und tapfer. Habt vielen Dank für euer Versprechen. Würdet ihr mir von euren Kindern erzählen? Natürlich. Soll ich euch von Elanduja, meiner Ältesten, erzählen? Virandi? Oder von dem kleinen Suraperil. Erzählt mir von Elanduja. Meine feurige Tochter. Sie war es leid, von ihrer Mutter umsorgt zu werden. Sie tat sich mit einem Musiker zusammen und hat jahrelang im Norden Lauten verkauft. Irgendwann begann sie mich zu vermissen. Und wir standen uns jahrzehntelang sehr nah, bevor sie verstarb. Virandi, das ist ein ungewöhnlicher Name. Ich weiß, ich bin zu altmodisch. Ich benannte ihn nach meinem Vater, mein erster Junge. Ich wusste einfach sofort, welchen Namen er tragen sollte und dass er mich so stolz machen würde. Wie war der kleine Suraperil so?
Er war genau wie mein Bruder Paulin, so schlau. Er konnte einem Khajiit einen Pelzmantel verkaufen. Sora Peril war kein Magier, aber er unterrichtete Alchemie hier bei Ihnen in der Halle in Himmelswacht. Ihr habt nur 3 Kinder genannt. Wer war das vierte? Mendol, mein jüngster Junge. Er trat dem Militär bei. Er kämpfte an der Front und er starb bei der Verteidigung seiner Heimat. Ich wünschte, ich hätte irgendwie auf ihn einwirken können, damit er erkannt hätte, dass es ein Fehler ist, von hier fortzugehen. Die Arme kann einem wirklich leid tun. Eltern sollten ihre Kinder nie zu Grabe tragen müssen. So, mal sehen. Vielleicht machen wir dann noch das erste Grab heute. Da ist ja eins ganz in der Nähe. Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, das hier ist der Festplatz oder einer von den vielen Festplätzen hier. Ja. Wie geht's? Hier scheint es doch sehr lustig zuzugehen. Euer Gesicht erinnert mich an etwas. Ich muss schnell zum Tavernenzelt gehen und mir eine Fleischpastete holen. Okay. Wart ihr in Telengas Emporium? Ja? Wenn nicht, dann geht. Geht jetzt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man da hinkommt. Das sind alles nur Feiernde. Mit denen haben wir uns ja schon unterhalten. Wen haben wir hier? Erst wenn einer gefressen wird, ist es ein richtiges Fest. Ich ziehe euch nur auf. Vielleicht. So, wer hat Hunger? Bosma-Witze. Aber was zu essen kaufen möchte ich mir jetzt eigentlich nicht. Wen haben wir hier? Seht mal an. Getränke sind immer besser mit Fleisch. Aber ich weiß. Es ist ein gewöhnungsbedürftiger Geschmack. Was braucht ihr? Allerdings. Okay, hier sind nur Feiernde. Dann würde ich sagen, gehen wir mal aus Himmelswacht wieder raus. Und schauen mal auf die Karte, was hier noch in der Nähe ist, was wir vielleicht diese Folge noch erledigen können. Mit den anderen Verkäufern bzw. anderen Leuten können wir uns ja, wie gesagt, hier noch nach und nach unterhalten, damit das nicht zu viel Gerede in einer Folge ist. Oh, da sehe ich noch eine Quest auf der Karte. Hier drüben. Huch. Okay. Ein Ladebildschirm. Das ist jetzt aber ungewöhnlich gewesen. Heda, meine habe auf euch gewartet. Der Herr schickt mich. Muss mich um diese Erbsache kümmern, da wir jetzt wissen, dass Estre die Seiten gewechselt hat. Der Herr? Rasumdar, natürlich. Wir haben eine Liste gefunden. Eine Liste mit 4 Namen. Hochrangige Agenten des Schleiererbes, die jetzt auf der Flucht vor den Truppen des Dominions sind. Was steht an? Diese Mäher wurden zum Tode verurteilt. Findet sie und vollstreckt das Urteil. Wir haben Berichte über ihren letzten bekannten Aufenthaltsort. Das sollte helfen. Kehrt bitte mit Beweisen ihres Ablebens zurück. Ich werde tun, was ich kann. Verwendet die Liste, um sie aufzuspüren. Viel Glück. Und zeigt keine Gnade. Dann arbeitet ihr also mit Ras zusammen? Ich bin ein Auge, genau wie ihr. Auf der Insel wimmelt es zurzeit von uns. Wir müssen die Leute zum Reden bringen, damit wir erfahren, woher das Erbe seine Unterstützung bezieht. Was meint ihr? Das Erbe ist gewaltig groß. Waffen und Rüstungen, Proviant, Logistik, Vorräte. Estre hat es auf etwas ganz Großes abgesehen. Wer hat sie mit all dem versorgt? Wer hat ihnen diese Waffen und Rüstungen beschafft? Wir haben in den kommenden Wochen eine Menge ernster Fragen zu stellen. Da hat er wohl recht. Wer sind meine Ziele? Karulai, ihr Planer für schnelle Einsätze. Kalanje, ihre Frau in der Kriegergilde. Helonel, ihr Berater für völkische Reinheit. Er steckt hinter mehreren belegten Angriffen auf Bosmer und Khajiit. Wer ist mein letztes Ziel? Arianas. Eine seltsame Person. Ihr Name wurde noch mit keinem speziellen Verbrechen in Verbindung gebracht. Gerüchten zufolge ist sie eine enge Freundin Estris. Wahrscheinlich ihre höchstrangige Agentin, aber ich weiß nicht genau, was ihr Fachgebiet ist. Mit dieser Ari werden wir noch einiges zu tun bekommen, aber da möchte ich auch nicht zu viel verraten. Das dauert nämlich noch ein ganzes Weilchen. So, wen haben wir hier? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Malven.
Ich kann nicht glauben, dass sie uns nicht hineinlassen wollen. Wir zahlen Münzen in die Tasche der Königin, so wie alle anderen auch. Hm. Ach, schaut mal, da ist ja die Besitzerin von Winnie und Winnie. Ich erinnere mich. Vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern an die Folge, wo wir nach Fair in dieses verseuchte Dörfchen gekommen sind. Und da sind uns Andaraste und Winnie, das Pferdchen, entgegengekommen. Und die haben uns gewarnt, dass in diesem Dorf halt eine Seuche ausgebrochen ist und dass wir schnell das Weite suchen müssen. Ihr solltet zurückbleiben. Wer weiß, ob die Verdammten aus Fairs ansteckend sind. Ihr stammt aus Fair? Dann könnt ihr sicher nach Hause zurück. Eher nicht. Als ich aufbrach, wand sich die ganze Stadt im tödlichen Griff einer Seuche. Fair litt unter keiner Seuche. Es war ein Vampir. Hendils Sohn. Was? Dieser Bastard. So zu tun, als ob er den Kranken helfen würde. Vielen Dank, Reisende. Dann werden Winnie und ich bald dorthin zurückkehren. Den Sternen sei Dank für eure Güte. Gern geschehen. Das ist ja schön, dass man die hier nochmal trifft. So weit gekommen zu sein und am Tor abgewiesen zu werden. Verdammte Wache von Himmelswacht. Ja, ich glaube, die haben noch Angst vor der Seuche. Nicht. Kommt nicht näher. Ich kann jetzt die Flüssigkeit in meinem Rachen spüren. Ach du meine Güte. Der sieht ja auch fürchterlich aus. Da gehen wir schnell mal. Am besten bleibt ihr zurück, Bürgerin. Diese Leute kommen aus der verfluchten Stadt Fair. Sie könnten die tödliche Seuche an sich haben. Da bekommen wir es nochmal erzählt. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Hier vorne ist wieder ein Stall. Hier vorne. Ah, das ist einer der Gesuchten vom Schleiererbe. Den können wir dann diese Folge noch machen. Dann war es zwar eine etwas ruhigere Folge mit viel Gerede, aber ich denke, das ist so zwischendrin auch mal ganz nett. Ich bin ja jemand, der gerne in aller Ruhe die Welt erkundet. Und da gehört es für mich zumindest auch immer dazu, mich mit allen Leuten zu unterhalten und einfach ein bisschen durch die Gegend zu streifen. Da vorne liegt auch noch ein Buch. Warum den Schleier aufsetzen? Ach, das ist ja lustig. Das habe ich euch in meinem letzten Let's Read auch vorgelesen sogar. Das mache ich ja mit meinem Hauptcharakter. Da ich hier mit meiner kleinen Yvain noch nicht alle Bücher habe. Also mit meinem Hauptcharakter habe ich auch noch nicht alle, aber deutlich mehr. Was ist das? Ah, Eisenerz. Werde ich mal meinen Bunny beschwören. Jetzt müssen wir ja wahrscheinlich bald kämpfen. Das müsste irgendwo hier oben sein, oder? Ah, das ist noch ein ganzes Stückchen. Da drüben ist ein Lager. Und da leuchtet es auch blau. Da liegt wahrscheinlich das Buch. Wunderbar. Die Bücher geben ja auch immer Ruf bei der Magiergilde. Was ist denn da hinten los? Banditenvollstrecker. Das ist euer Ende, Närrin! Ihr zahlt mir nicht genug, damit ich euer Geschwätz ertrage. Was war denn da los? Söldnerin? Okay, die wurden wohl angegriffen hier von den Banditen. Haben sie aber Glück gehabt, dass wir gerade vorbeigekommen sind. Okay. Ach, da ist noch einer. Habe ich gar nicht bemerkt. So, Gefahr gebannt. Ich stehe in eurer Schuld. Hab Dank. Gern geschehen. Schön, dass wir den guten Leuten noch helfen konnten. War ich ja gerade zur rechten Zeit da. Denn eigentlich wollte ich ja hier drüben den Agenten vom Schleiererb um die Ecke bringen. Ist der denn... Oh, okay. Da war wohl jemand schneller. Untersuchen. Dieser Offizier des Schleiererbes sieht so aus, als ob er vor kurzem getötet wurde. Die Leiche durchsuchen. Die Leiche weist mehrere offensichtliche Verletzungen auf. Es ist schwierig zu erkennen, was der tödliche Treffer war, aber es scheint mehr als einen Angreifer gegeben zu haben. Im Dreck neben der Leiche liegt ein Abzeichen mit dem Namen Helonel. Okay, das Abzeichen nehmen wir als Beweis mit.
Gut, gut. Da haben wir schon den ersten von 4 Stück. So, dann würde ich fast sagen, die Liebende kann man da oben noch entdecken. Trümmerhain, genau, da haben wir ja auch noch Quests. Hier ist noch eine Himmelsscherbe. Ja, oh Gottchen, und hier unten auch noch, da ist der Grabstein von Tanzelwil. Okay, dann würde ich fast sagen, wir gehen in der nächsten Folge nochmal hier wieder ein Stückchen zurück. Ich werde hier die Bücher noch einsammeln und wir nehmen die Himmelsscherbe mit im Verlies, beten hier unten und schauen auch mal, dass wir den Weltenboss hier unten noch mitmachen, bevor wir dann endgültig hier in den oberen Teil der Karte weiterziehen. Okay, ihr Lieben, dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!